Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. So, da haben wir hier 15. Oh, kann losfahren. Es ist Sonntag. Immer wieder Sonntag. Der Mario fährt raus. Da bin ich ja eigentlich schon wieder der Erste bestiegen. Also nee. Zu mir rollt alle. Zum Piepen da noch alles rollt. Ja. Voll, voll, voll. Keiner draußen. Kein Aas draußen. Aber hier der eine hier, der ist draußen. Oder der fährt jetzt gerade raus. Ich habe mir gerade einen Trailer hinterher hier, 680, und jetzt geht los. Jetzt fahre ich raus. Ich dachte, mein Chef ist heute hier, aber selbst der nie hier. Alle noch drin. Nee. Sonntag vor Mittag um 10 Uhr. War ich was falsch? Oder bin ich wieder zu Dienst beflissen? Man weiß es nicht. Aber es fährt noch einer meine Richtung, das weiß ich schon. Das ist der Christian, der fährt auch dieselbe Runde wie ich. Oder ich fahre dieselbe Runde wie Christian. Könnt ihr nehmen, könnt ihr halten wie die Dachdecker. Nur nicht so schräg. Ne? Ich hoffe, es ist hier total voll. Ich muss hier nicht komplett umdrehen, dass hier nicht irgendjemand gut ist. Der Christian hat heute fährt auch einen anderen Truck. Heute? Der fährt mit einem anderen Truck los. Das kann ich euch schon sagen. Und zwar mit denen hier vorne, links. Nicht mit den Weißen hier. Ach nee, der Stan ist ja Uni weg. Mit dem schwarzen Western Star fährt er los. Ja, der fährt mit Western los, weil sein Fahrzeug, sein Truck, sein Freaky ist in der Werkstatt. Der verbraucht ein bisschen Öl. Dafür kann mein Chef aber nichts, weil das ist nach dem Rebuild. Hat er angefangen Öl. Ich hatte das ja damals schon festgestellt, gleich am Anfang, wo ich mit ihm im Training war. Da hat er noch gesagt, mein Chef, das kann nicht sein. Der war im Rebuild. Der durfte normalerweise ja keine verbrauchen. Ich sage, ja, hat er aber. Und dann ging es mal wieder ein bisschen und dann hat er wieder angefangen. Also war schon von Anfang an eigentlich. Das kann man schon so sagen. Naja. Jedenfalls ist es so, ich fahr mal wieder Linienbus. Ich bin mal wieder Linienbus. Und der Linienbus fährt von Pontius nach Pilatus. Und zwar fahre ich wieder mir Rahmen holen aus St. John. Dann fahre ich nach Quebec. Und von da aus fahre ich morgen dann. Ich habe einen 10 Uhr Termin. Der Chris hat morgen früh um 8 Uhr Termin. Der ist erst vor mir dann wieder weg. Aber wir werden morgen Abend dann an der gleichen Stelle wieder zusammen übernachten. Und später überholt er mich vielleicht noch, muss ich mal sehen. Vielleicht aber nicht. Ja, ich bin hier drauf, fühle mich wohl, alles ist gut.
Ich war Wochenende wieder mal draußen, hab ein bisschen relax, war nicht, man kann überhaupt nicht sagen faul, bin gestern noch mal eine Runde gelaufen, Freitag, wie gesagt, ich war Donnerstagabend zu Hause, hab Freitag dann viele Sachen wieder erledigen können, Samstag dann mal ein bisschen Zeit wieder gehabt, um einen Walk zu machen, in the nature sozusagen, aber nicht komplett, ich müsste jetzt mal wieder noch eine Seerunde machen, aber das mache ich vielleicht zum Lake nächste Wochenende, weil ich habe ja Montag frei. Da habe ich ja noch mal den Check-Termin, das ist der letzte oder sagen wir mal der zweite, weil die konnten sie in dem Moment nicht alles an den Tag packen, das ist der sogenannte Heart-Check, der sogenannte Herz-Check, der findet dann am 27. statt und dann ist das schon in Ordnung. Und der wird da wahrscheinlich noch mal Blut nehmen, noch mal vergleichen und was weiß ich. Und dann bin ich aber durch für dieses Jahr und kann mich, sagen wir mal, den anderen Sachen widmen. Aufmerksamkeiten, die man so machen muss. So sieht's aus im Moment. Ich habe einen Kaffee und ich habe jetzt zwar die nächste Stunde, ich fahre noch eine Stunde tanken, brauche ich ohnehin, weil ich ja schon voll getankt habe in Sussex letzte Woche Donnerstag und mein Truck hat sich ja insofern nur in die Werkstatt bewegt, weil ein paar Sachen, wie gesagt, kontrolliert wurden, gemacht wurden, wie es ja immer so ist, wenn du mal jeden Tag da bist. Von daher, alles schön, alles in Ordnung und ich kann jetzt, wie gesagt, fahren. Die Woche etwa bis, ich weiß nicht, wann ich wieder zurückkomme, aber wahrscheinlich zum Wochenende ja hin. Meistens ist ja so, wenn du am Montag frei hast, dann schieben sie dich ja so ein bisschen. Ja, dann kannst du schon mal Freitag nochmal eine Ladung kriegen und bis Freitagabend oder Samstag zu Hause. Aber es ist, was es ist, meine Lieben. Ich genieße auch die freie Zeit im Moment sehr, muss ich sagen, weil dieses Jahr ist ja ein bisschen anders als letztes Jahr noch. Und man nimmt das alles schon ein bisschen bewusster jetzt wahr, wie ich finde. Und das macht es natürlich auch dementsprechend angenehm. Man kann die Sachen ein bisschen anders genießen, ein bisschen anders. Man sieht die Sachen ein bisschen anders jetzt, nachdem man hier ist. Und man kennt jetzt ein paar Gegenden schon. Und da fährt man dann hin, weiß, wo es schön ist, weiß, wo ein schönes Café ist. Ja, es ist einfach mehr Lebensqualität dazu gekommen, wie ich finde. Und jetzt freut man sich natürlich auch über diese freie Zeit, die man hat. Und bucht jetzt auch ab und zu mal einen Tag länger, dass man ein Wochenende länger hat. Weil es einfach angenehm ist. Und ich habe ja sowieso vorher gehabt, Ende letzten Jahres, habe ich es ja schon gesagt, oder dieses Jahr habe ich es auch nochmal betont, dass ich ein bisschen Step Back machen will, also mehr oder weniger auch die gute Zeit nutzen will, die ich dann noch mal zu Hause bin, um einfach, ja, wenn es nur irgendwo im Wald ist oder irgendwo in der Lodge ist, und da gibt es am meisten dann irgendwo an irgendwelchen Plätzen, dann wie so ein Café oder was auch immer, wo man dann nach dem Trail dann einfach mal die Zeit genießt, irgendwo am River oder am See und einfach mal chillt, einfach mal ein bisschen die Seite vom Leben halt auch genießt und nicht nur sagt hier 36 Stunden, kann mal passieren, aber mittlerweile hat sich das jetzt in den letzten Wochen doch so eingepegelt, ich hatte noch einmal 36. Aber ansonsten hat sich so eingepegelt, dass ich doch sagen kann, die Zeit ist mehr geworden, die Kabel, und ich finde es auch okay, ich finde es sehr gut.
und möchte das natürlich gerne so beibehalten. Ich konnte meine Gabi einfach nicht mehr so schmutzig sehen, meine Lieben. Ich bin jetzt hier in der Waschanlage. Nebenbei läuft hier Kumpel Laptop hier. Ich habe gerade für meinen englischen Kanal wieder was hochgeladen. Oder produziere gerade ein Video. Ich bin nicht zugekommen. End zu machen. Jetzt hatte ich aber Zeit. Habe ich jetzt noch zurecht. Ich hatte schon angefangen, habe noch zurecht geschnitten. Und ja. Und jetzt warten wir mal, bis die Jungs hier fertig sind. Bis die fertig sind und dann gucken wir mal. Nico mal raus. Und dann mache ich natürlich mal ein hübsches Fötchen. Foto. Ja, wie gesagt, meine Javi, es war so schmutzig. Ich konnte das nicht mehr. You know, I don't like dirty ladies. Simple as that. So, mein Chef hat da volle Verständnis für. Well, go ahead. Ich bin auch gleich wieder fertig. Ich bin schon ungefähr jetzt eine Stunde hier. Hab, wie gesagt, die Zeit etwas sinnvoll genutzt. Hab ein bisschen was hier hochgeladen. Ihr macht es dann. Oder fertig gemacht. So, ich hoffe hier, dass ich jetzt also liegen lassen kann. Hier sieht meine kleine Laptop hier abstürzt, wenn ich fahre. Weil produzieren kann er zwischendurch. Ich muss halt bloß noch heute Abend dann wieder hochladen. Und ja, so ist das halt manchmal, ne? Und wir sehen uns gleich nochmal, denke ich mal, wenn wir jetzt rausfahren. Ich denke mal, es dauert nicht mehr lange. I call you up in the middle of the night. Been bothered by dreams, ain't feeling alright. You give me comfort, say just give it some time. By the end of our talk, I'm feeling just fine. You and I will always know where we belong. This ain't no ordinary love we got going on. I pick you up in my 59 Ford. We head on down. Meine Herrschaft. Der Mario ist gleich in Quebec. 38 Meilen, dann bin ich da und dann ist auch bald Feierabend. Der Christian ist schon gleich da in der Rest. Ja. Das liegt daran, dass ich heute getrödelt habe. Ich habe nicht getrödelt, aber ich habe noch mein Fahrzeug. Eine war ja noch ein bisschen duschen mit Gabi, du bist da ja. Und das dauert natürlich immer eine Weile, weil ich hatte noch einen Truck drin, der war noch nicht fertig. Und dann konnte ich natürlich erst ein bisschen später rein. Was okay ist. Denn ich habe hier noch Zeit. Also ich bin hier noch, bin bei Zeiten da, habe hier noch Off-Time. Ich muss ja 10 Stunden haben, aber mit meinen Terminen kriege ich die locker hin. Also ist kein Problem. Mahlzeit, so was muss ich jetzt halt machen. Ah, ich habe jetzt geduscht.
Ich war jetzt duschen, meine Lieben. Jetzt muss ich erst mal kicken hier. Was brauche ich denn jetzt überhaupt? Was braucht denn der Mario jetzt überhaupt? Der fährt jetzt wieder zur Grenze. Und dann brauchen wir ja wieder Papiere, wa? So, dann brauchen wir Bierspurenzettel. Mit dem Mori. Dann brauchen wir ich brauche auf jeden Fall Amerikanski. Amerika. Border. Shit. Das ist von heute. Und ein Packing-Schlüpper. Packing-Slip. Wo ist denn der jetzt wieder? Verdammt. Wo ist den? Client. Nee, wollte ich ja auch nicht. Fällt mir gerade ein. Erzähle ja Gülle. Naja, das passiert auch mal. So, dann brauche ich das. Und dann bräuchte noch ein bisschen was anderes. Sag mal, für euch schon mal, wir sehen uns in Vermont, würde ich sagen, weil jetzt fahre ich ja noch ein bisschen 20 und dann fahre ich, wie gesagt, gleich ab auf die 55 Süd. Und dann schauen wir mal weiter. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns später wieder. Ihr könnt ja noch ein bisschen dranbleiben. Ich lasse noch ein bisschen laufen. That's been empty for
Na, wie schaut's? So, ich habe mal wieder einen kleinen Abstecher gemacht. Die hatten heute ein Chocolate Cheese, also Cheesecake, also Käse, verstehst du? Muffin. Das ist auch eklig. Das kann ich auch nicht haben. Natürlich. Heute hatten sie zwar keinen Blueberry, aber die hatten zumindest Waldberry, also verschiedene Beeren quasi. So. So, wieder schön rum um die Kurve hier. Und somit. Es ist super Wetter heute, echt. Also es ist nicht und nicht mal zu warm oder so. Gut, die haben unten in Connecticut wieder um die 26, 27 Grad. Also, aber auch in der Nacht wird es noch relativ gut erträglich. Weil da unten in Windsor kann es schon mal passieren, dass du halt auch ja, nachts um 11 noch 28, 29 Grad hast. Gott sei Dank nicht. In the moment. So, das heißt, wird hoffentlich mal eine ganz ruhige Nacht. Bei dem Kunden ist es eigentlich immer relativ ruhig. Also, bis zwar ziemlich an der Straße, aber schlafen kann ich da eigentlich immer ganz gut, muss ich sagen. Wieder herrlich hier bei so einem Wetter natürlich. Cascades. Oh, auf dem Weg hier runter, siehst du. So, a lot of trucking on the road hier. Na gut, heute ist Montag. Montagnachmittag. So, jetzt seht ihr, wie gesagt, los. Jetzt geht's ab. Den Rest, ich werde voll vor sieben da sein. Und dann ist in Ordnung. Moin! Wunderschönen guten Morgen aus Connecticut. Oder gleich in Massachusetts. Massachusetts is ahead of me. So, das heißt, da fahr ich gleich rein. Ich bin wieder auf dem Weg nach Kanada. Ich habe heute Morgen delivered. On time, of course. Noch bevor 7. Also noch vor 7. Ja, ich fahre jetzt wieder zurück nach Kanada. Mal sehen, ob der Christian gleich hinter mir irgendwo noch. Den werde ich gleich mal anrufen. Aber jetzt mag ich erst, wenn ich Dispatch habe. Ich bin jetzt erstmal losgefahren, aber ich werde auf jeden Fall auf ihn noch ein bisschen warten. Dann können wir mich gemeinsam an die Grenze fahren. Vielleicht kurz, je nachdem, wie er die Dispatch ausfällt, weißt du? Ich weiß, dass ich irgendwo betreute Revue bauen kann. Bécancour muss ich in Quebec, da muss ich laden. Das haben sie mir zumindest gestern geschickt, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Weil das kann sich über Nacht ja wieder ändern. Das ist er ja. Jetzt haben sie gerade geschrieben, dass sie mir die Dispatch schnell senden werden. Aber das ist erstmal wurscht. Ich mache mich jetzt sowieso erstmal auf den Weg und fahre die nächste Stunde oder nächsten zwei Stunden, weil es ist immer noch möglich, dass ich eine Ladung kriege heute, was ich gerne haben würde wollen. Es ist zwar immer ein bisschen länger der Tag denn, aber es ist immer ganz gut, wenn du entladen bist und kriegst gleich wieder Ladung am selben Tag. Dann weißt du, okay, jetzt fährst du wieder da in die Richtung und dann hast du so ein bisschen dein Time-Fenster oder dein Zeitfenster wieder justiert, was er denn geben könnte noch die Woche. Naja, egal. Ihr wisst ja, Spielchen mit wohin fahren wir? Wohin gehen wir? Könnte man jetzt wieder im übertragenen Sinne sehen. Egal.
Ich habe mich immer gewundert hier, letztes Mal, bei den letzten zwei Male, als ich hier schon angekommen bin, ich war ja eine Weile nicht hier. Und die letzten zwei Male, wo ich hier runtergefahren bin wieder, um da abzuladen, kam mir so, naja, du hast halt gesehen, die bauen ja Klimaanlagen. Also alles, was mobile Klimaanlagen ist, mit Kompressor, alles drum und dran, das bauen die. Das siehst du, was du jetzt zum Beispiel auf Flughäfen siehst oder in mobilen Industrieanlagen. Alles, was auf Rädern oder sagen wir mal beweglich mit Stapler, das bauen die hier. TLD, ich denke mal, wenn man es nachgoogelt, kann man es so sehen. Das ist, wie gesagt, und dafür fahren wir immer die Rahmen und so weiter und so fort zu der Verzinkerei, Sandstrahlen und dann fahren wir sie her. Und wenn die Rahmen dann fertig sind, dann bauen sie die ganze Rödel ein. Herstellerpump. Jetzt stehen die ja so Pile-up, da kommst du ja kaum noch auf. Ja, du kommst ja kaum noch rum um die Kurve, musst da schon ein bisschen ausholen mit dem kleinen Star hier, weil der hat ja auch, wie gesagt, einen längeren Radstand und kommst aber noch rum, aber es ist schon langsam. Ne? So. Da habe ich heute meinen bunten Kumpel gefragt. Und ich sage, was ist denn mit euch los hier? Ich sage, ihr packt ja immer höher und ich sage, kommt man ja kaum noch hin da. Ja, sagt er, wir sind busy ohne Ende, sagt er, wir müssen produzieren, aber wir kriegen die Dinger nicht fertig. Da fehlt Detail. Sagt er, jetzt machen sie es so, jetzt fertigen sie so weit, wie sie kommen, also eigentlich fertig komplett. Und sagt er, wenn jetzt zum Beispiel, bei dem fehlt der Kompressor, überall Anbauteile, die fehlen. Die können sie halt nicht ranmachen, aber die können sie halt im Nachhinein dann wieder rinholen. Sagt er, du bist halt so beschissen. Sagt er, wir müssen alles raus und stapeln. Können die aber nicht rausschicken, die Dinger. Wir müssen die immer wieder rinholen. Dann fehlt da mal ein Kompressor, sagt er. Dann fehlt da mal da eine Pumpe. Dann fehlt da mal ein Kondensator. Dann fehlt das mal. Sagt er, fehlen einfach die Teile, die kommen nicht ran. Ja, ich dachte, das ist natürlich... Also wir haben, die Bestellungen sind alle da und wir müssen noch produzieren, aber wir kriegen die Dinger halt nicht fertig. Ne? Weil diese mobilen, größeren Klimaanlagen, die ja bauen, die sind wahrscheinlich untergefragt, ohne Ende, aber die haben die Teile halt dafür nicht, ne? Die kriegen sie nicht. So. Dann steht ja natürlich alles auf Halde und dann holen sie immer rein, so je nachdem, wie sie dann die Teile kriegen. Ne? Dann müssen sie wieder gucken, okay, jetzt müssen wir die Klimaanlage wieder reinholen und fertig machen. Und dann müssen wir das Ding wieder. Das ist, ja, ich habe wohl gefragt, ich habe das soweit schon mal aus der Geschichte, weil die gibt es ja schon lange, die Bude. Sagt er, nee, haben wir noch nie gehabt, sowas, noch nie. Naja, es ist halt überall auf der Welt dasselbe. Und das macht mich eigentlich nicht nachdenklich. Das bestätigt eigentlich das, was ich denke. Und ja, du siehst halt viel und ich bin ja immer so ein Kunde, dass ich gerne immer noch, weil mir fallen solche Sachen halt auf, weißt du? Und dann frage ich halt immer nach, was ist hier los? Warum ist das so? Und dann erfährst du natürlich überall, weil Dinge halt sich verändern und du siehst es halt vorher, ja, da standen mal so ein paar Geräte rum und jetzt kommst du, wie gesagt, die letzten zwei, drei Mal dahin und wird der Peil immer höher, ne? und immer mehr, sodass du kaum noch da die Zufahrt rumkommst, ne? Weil da schon überall was steht. Und dann werde ich natürlich hellhörig und fange an zu fragen. Logisch. Und das sieht man ja dann quasi, wenn man jetzt hier USA fährt und wenn man dann Kanada auch durchfährt. Man sieht ja dann teilweise solche Probleme und das siehst du halt, dass es überall dasselbe ist. Ne? Es ist überall halt diese extreme Teile-Shortage, obwohl sie die Dinge eigentlich fertig haben. Es sind teilweise ja so hoch, dass die Häfen noch in Kalifornien zum Beispiel, das habe ich neulich das wieder, ja, das war so eine Art US-Wirtschaftsportal, wo halt immer noch so viele Container in den Häfen stehen und die kriegen sie einfach nicht raus. Und Los Angeles zum Beispiel,
Und die kriegen sie einfach nicht raus. Da werden dann Dinge, für mich sieht es so aus, als ob Dinge vorgeschoben werden, Dinge da einfach erfunden werden, damit das nicht rauskommt. Ne? Damit die Wirtschaft wirklich lahmgelegt wird. Sorry, muss ich sagen, aber das ist so mein Empfinden mit Absicht natürlich. So. Aber gut. Es ist halt die Dinge, die man wahrnimmt. Ne? Also man rennt ja nicht mit geschlossenen Augen durch die Gegend und leider, man nimmt es ja wahr. Und ich kann es halt so nicht, ich bin halt nicht der Typ, der ignoriert. Ich gucke dann schon nach und versuche dann auf dem Weg der Ursachen nachzugehen und selber mal ein bisschen nachzudenken, warum. Und dann frage ich natürlich auch dann bei den jeweiligen Firmen, wo ich sowas sehe, frage ich natürlich nach, logisch. Und dann kannst du dir dein Bild schon zusammenzimmern, das ist nicht das Problem. Weil man halt ein bisschen rumkommt.